Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von meinadventskalender.de. Heute werden wir gemeinsam diesen Adventskalender von Francis Young Explorer auspacken und es geht hierbei um das Thema Experimentieren und Entdecken, Technik und Elektronik. Und wie man schon sehen kann, gibt es hier so ein paar Zeichnungen, die schon ein bisschen, ja, so eine kleine Vorschau geben, was vielleicht alles in diesem Adventskalender sein könnte. Zum Beispiel hier den Kompass, eine Glühlampe oder hier zum Beispiel eine LED-Lampe. Und hier so ein paar Schaltkreise und es geht halt in diesem Adventskalender um die Themenfelder Magnetismus, Akustik, Elektronik, Mechanik und Optik. Ich habe euch das schon mal eben ausgepackt und zwar sieht das so aus, das liegt hinten in dem Adventskalender drin. Und das muss man sich erstmal durchlesen, bevor man mit dem Adventskalender arbeitet. Und zwar sind hier erstmal Sicherheits- und Warnhinweise, weil man natürlich mit Spannungen, also mit Strom arbeitet, ist es natürlich sehr wichtig, nochmal durchzulesen. Und zwar sieht man dann schon hier in diesem Heftchen, wie das Ganze funktioniert. Beim ersten Türchen steht dann eine LED-Lampe und dann steht der Text dort. Hinter dem ersten Türchen findest du drei elektrische Bauteile. Ein Batteriefach mit Anschlussdrähten, eine Doppelklemme und eine weiße Leuchtdiode LED. Das Batteriefach hat einen abnehmbaren Deckel und einen Schiebschalter mit den Stellungen On, also an, und Off, aus. Das rote Kabel ist der Pluspol, das schwarze der Minuspol. Und das finde ich auch immer schön. Jetzt erstmal die Erklärung und dann hier nochmal mit Bildern, wie man das Ganze machen muss. Und dann steht hier auch nochmal gleich ein Versuch dazu. Und zwar in diesem Fall verbinde die Drähte des Batteriefachs mit der Klemme, indem du die Hebel auf einer Seite herunterdrückst. Drähte hineinsteckst und dann die Hebel loslässt. Schaue einmal von vorne in die Kontakte und du siehst, wie sich eine Öffnung bildet, in die ein Draht passt. So sieht das dann aus in diesem Fall. Und dann sieht man hier schon das dritte Bild, so soll der Versuch dann aussehen. Das heißt, man hat hinter jedem Türchen sozusagen ein kleines Erfolgserlebnis und das baut halt immer alles aufeinander auf. Außerdem hat man hier dann immer noch eine Erklärung, was ist denn überhaupt ein Stromkreis? Wie sieht das Ganze aus, grafisch? Hier hat man nochmal, wie sieht eine LED aus? Und das finde ich auch besonders an diesem Adventskalender. Es gibt einfach noch ganz viele Erklärungen und so zieht sich das halt in diesem Buch dann weiter mit den Versuchen. Also hier hat man dann zum Beispiel, wie viele Farben des Lichtes und da hat man hier auch nochmal, dass man mit der weißen LED zum Beispiel hier einfach so ein Bild anleuchten soll mit einer grünen und dann gibt es halt immer Erklärungen dazu und man lernt spielerisch halt ganz viel. So geht das dann weiter in dem Adventskalender und ich würde einfach mal sagen, ich packe die Teile einfach mal aus und zeige euch, was sich so in diesem Adventskalender befindet. Und zwar haben wir hier einmal einen kleinen Kompass und zwar ist dann wieder in dem Heft so eine kleine Erklärung dafür da und wie benutzt man den und wofür ist das und das finde ich auch sehr schön und der passt natürlich auch gut in eine Tasche rein und das finde ich ist wirklich ein super schönes Produkt. Dann haben wir auch so kleine Sachen wie zum Beispiel hier so ein bisschen Fimo ist das quasi, so Knete. Damit gibt es natürlich auch einen Versuch und dann haben wir zum Beispiel so ein bisschen Zubehör wie zum Beispiel hier diesen kleinen Motor oder Kabel sind zum Beispiel einmal drin. Aber dann haben wir auch sowas wie hier zum Beispiel wie so ein kleines Werkzeug, damit man zum Beispiel Schrauben festziehen kann, also so einen kleinen Schraubenzieher. Und dann waren in einem anderen Päckchen waren zum Beispiel diese kleinen Schrauben hier drin. Und wie ihr schon sehen könnt, sind das alles so Kleinigkeiten. Hier haben wir nochmal ein Magnet, so eine kleine Leuchtdiode. Und dann gibt es da halt immer Beispiele zu. Und zwar habe ich euch jetzt hier einfach mal was zusammengebaut. Und das ist auch das Resultat, was man sozusagen am 24. haben soll. Und zwar nennt sich das Weihnachtsbeleuchtung. Und das ist sozusagen der eigene kleine Tannenbaum, den man hergestellt hat. Ich kann euch das eben nochmal in dem Heftchen zeigen. Und zwar sieht dann so die letzte Seite aus. Genau, und man kann da halt, wie gesagt, ganz variieren. Ihr seht schon, ich kann euch nochmal meinen Weihnachtsbaum daneben zeigen. Meiner ist ein bisschen anders geworden jetzt als diese hier zum Beispiel auf dem Bild. Ich habe das hier ein bisschen anders verbunden und das ist halt auch schön an dem Adventskalender. Man kann einfach ein bisschen improvisieren und da so sein eigenes Ding draus machen und einfach was ganz anderes zum Beispiel bauen. Und ich denke, das ist ein super schöner Adventskalender, gerade für junge Schüler. Die können da sehr viel draus lernen und das auch spielerisch und es macht großen Spaß, das zusammenzubauen. Selbst mir hat das immer noch großen Spaß gemacht und das ist, denke ich, auch ein schönes Projekt für die Familie. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Das war nämlich schon der Adventskalender für 2019 von Francis Experimentieren, Elektronik und Technik. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Werdet ihr diesen Adventskalender für eure Familie, eure Kinder, Freunde besorgen und kaufen? Was haltet ihr davon? Und falls ihr noch ähnliche Videos sucht, haben wir euch natürlich ganz oben in der Infobox dazu ein paar Links reingesetzt. Und wir hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder auf unserem Kanal meinadventskalender.de hineinschaltet.